Dieser Film behandelt wichtige Themen für den Imker. Erstens eine Schnellwanderung mit dem PKW und mit selbst umgebautem Anhänger. Zweitens Möglichkeiten, wie man die Varroa rein biologisch, also ohne jegliche Giftstoffe, behandeln kann. Drittens das Abfangen, Zeichnen und Flügelschneiden der Königin. Viertens Königinnenzucht nach dem bewährten Umsteckverfahren. Einleitend aber zunächst einige interessante und nette Schwarmszenen. Der Schwarm hat sich inzwischen an dem Ast eines Baumes niedergelassen und zur Schwarmtraube gesammelt. Er wird mit Wasser bespritzt und mit dem Schwarmkasten eingefangen. Dieser wird in der Nähe der Schwarmtraube abgestellt. Hat man die Königin mit eingefangen, dann ziehen die Bienen schnell in den Schwarmkasten ein und der Imker kann den Schwarmtaumel und das Einziehen des Schwarmes befriedigt beobachten. Ein altes Imkersprichwort: Ein guter Schwarm im Mai bringt ein Fuder Heu. Dass unsere lieben Bienchen gar nicht so stechwütig sind, wie von vielen Laien angenommen wird, das sollen die nächsten beiden Szenen zeigen und auch beweisen. Dort, wo die Schwarmkönigin sitzt, da sammelt sich auch der Schwarm. In der Eile kann der Schwarm auch in der Badehose eingefangen werden. Ein eventuell riskierter Stich wird wacker hingenommen und fürs Alter als vorzeitige Rheuma-Behandlung gern verkraftet. Bienen im Schwarmtaumel vergessen bekanntlich ihre Behausung und wie man sieht, auch das Stechen. In Urzeiten lebten unsere Bienen bekanntlich in hohlen Bäumen. Wir haben eine solche Behausung einem Schwarm angeboten und er hat diese Urbehausung willig angenommen. Er scheint sich darin sehr wohl und mollig zu fühlen, denn er überwintert jetzt schon das zweite Jahr und ohne jegliche Verluste. Er baute Waben von ca. 1,5 Meter Länge und die Königin bestiftet diese fleißig und lückenlos. Zwar hat er in diesem Jahr geschwärmt, aber das Restvolk hat sich wieder zu einem starken Volk gemausert. Von Imkerhand wurde dabei nichts gemacht. Bei der schnell einziehenden Königin in den hohlen Baum und dem schnell folgenden Geleit wurde sichtlich der Urtrieb schnell wieder wach. Aus Afrika wurde eine sogenannte Chiba-Beute mitgebracht. Die röhrenartige Beute wird von einem Korkbaum abgeschält, mit Draht zusammengebunden und mit Kuhdreck und Lehm verschmiert. Vorn und hinten hat diese einen herausnehmbaren Deckel.
Die Imker in Afrika stellen diese Chiba-Beute ca. 50 Meter im Umkreis ihres Bienenstandes auf und lassen ihre Schwärme darin einziehen. Der Honig wird vorn und hinten in dem wilden Wabenbau abgelagert. Mit einem langen Messer werden die gedeckelten Honigwaben ausgeschnitten und ausgepresst. Der Schwarm wurde auch darin zum starken Volk und überwinterte sehr gut und ohne jegliche Verluste. Im Schaukasten kann das Leben der Bienen, insbesondere von Laien und Schulklassen, gut beobachtet werden. Es wurde eine Schwarmkönigin eingesetzt und der Schwarm zog willig darin ein. Von Zeit zu Zeit muss dieser geschröpft werden, denn sonst wird es schnell zu eng. Die alten Imker, insbesondere in der Heide, kennen die Strohbeute noch ganz gut. Aus betriebstechnischen Gründen wurde diese bei uns aber schnell verdrängt und meistens durch Kasten- oder Aufsatzbeuten ersetzt. Oben in dem Korb werden Holzstäbe kreuz und quer eingesetzt. In wenigen Tagen baut ein guter Schwarm den Korb gänzlich aus. Das Volk fühlt sich sehr wohl darin und die Randwaben sind bei guter Tracht schnell mit Honig gefüllt und auch gedeckelt. Man kann so dann den sogenannten Scheibenhonig ernten. Eine einfache Schnellwanderung mit einem umgebauten PKW-Anhänger. Beim Beladen wird der vordere und hintere Schlag des Anhängers geöffnet. Und die Palette wird so weit eingeschoben, dass man noch die Räder bequem abnehmen kann. Die hinteren zwei Tragrohre werden eingezogen und geklemmt. Die Palette in die vorderen Halteschuhe eingeschoben. Der hintere Verschlag wird zugemacht und gesichert. Die zwei Räder und die zwei Schubstangen werden aufgeladen und schon kann die Fahrt zum Wanderplatz losgehen. Die Auf- bzw. Abladezeit von zwei Paletten mit 10 bis 12 Beuten beträgt ca. 10 Minuten. Beim Abladen wird der hintere Verschlag geöffnet. Die beiden Schubstangen werden eingesteckt und verrasten sich automatisch. Die Palette wird ca. 1 Meter herausgezogen. Die beiden Tragrohre werden abgelassen und verklemmt. Die Palette wird weiter über die Mitte herausgezogen. Die beiden Räder werden eingesteckt und automatisch indexiert. Die Varroa, die jüngste Plage aller Imker, bringt oft große Volksverluste und enorme Trachteinbußen. Nach der Verdeckelung wird diese Wabe auf seinem Rahmen abgeschnitten, ausgeklopft und mit sanftem Wasserstrahl ausgespült. Die zulässige Vollbecks- oder Ameisensäurebehandlung ist weder Imker- noch honigfreundlich. Deshalb wurde eine Methode erarbeitet, wie man die Varroa weitgehend biologisch vernichten kann.
Man lässt für jedes Volk 2 Stück Varroa Spezialdrohnenwaben ausbauen, hängt diese zur Drohnenbestiftung ein und die offene Drohnenbrut saugt die Varroa förmlich ab, wenn das Volk in entsprechende Situationen gebracht wird. Der Film zeigt eindeutig, dass man der Varroa so die Entwicklungsspitze nehmen und diese für den Imker nahezu unschädlich werden kann. Im Fägling während der Umwechslungsphase, also Brutsperre, und im laufenden Austausch während der üblichen Stockarbeit kann man die Varroa gezielt vernichten, siehe die beiliegenden ausführlichen biologischen Vernichtungsmöglichkeiten. Die ausgeklopften Drohnen und der Futtersaft kann mit einem Siebtuch ausgepresst, der anfallende Futtersaft eingefroren und für Reizfütterungen verwendet werden. Die Zellen mit den Schlupfhäutchen der Wabe können im Winter oder nach dem Einfrieren abgekratzt werden. Die Wachsdrohnenmittelwand bleibt erhalten und wird sofort wieder frisch ausgebaut. Man sollte sich aber eine ausgebaute Wabe je Volk für das seitige Frühjahr erhalten, denn mit dem ersten Einhängen kann man der Varroa förmlich das Genick brechen. Es wurde ein Set geschaffen, welches alle Geräte zum Abfangen, Zeichnen und Flügelschneiden der Königin sowie auch zur Gewinnung und Konservierung des Weißelfuttersaftes enthält. Alle Geräte sind sauber und schonend aufbewahrt und immer sofort einsatzbereit. Das Set dient gleichzeitig als Arbeitstisch. Die Lupe kann schräg eingesteckt werden und ist durch die Vergrößerung eine große Hilfe beim Zeichnen und auch beim Flügelschneiden. Die Königin, in unserem Fall versuchsweise der Thron, wird im Schlupfkäfig abgefangen und mit dem Saugschlauch oder mit dem Weichgummi eines Stempels mit der Königinnenzange festgehalten. Die Königinnenzange kann auf minimalsten Tastdruck eingestellt werden, sodass ein Zerdrücken oder Beschädigen unmöglich ist. Man kann mit dem Saugschlauch saugend die Königin von der Wabe abholen und auf dem Tisch mit der Königinnenzange festhalten. Man kann die Königin in der Zange auf eine Kante legen, aber besser ist, wenn man sie unter die Lupe legt. Man hat dann stets beide Hände frei zum Arbeiten. Mit dem Pinsel kann man ohne jegliche Hektik den Zeichenlack auftragen und mit der Spitze des Stempels das Opalitblättchen der Jahresfarbe zentrisch leicht aufdrücken. Sind alle Königinnen gezeichnet, wird der Pinsel mit der Reinigungslösung gereinigt und wieder in das Set gelegt. Beim Flügelschneiden hebt man mit der Spitze des Stempels den Ober- und Unterflügel an und schneidet diese circa 2/3 ab. Die gezeichneten Königin oder bereits schon die Zellen werden in Ableger, Fäglingen oder direkt in Wirtschaftsvölker zugesetzt. Aus Zeitgründen werden bei mir nur für Reserve einige Begattungskästchen gefüllt. Seit circa 100 Jahren kennt man das Umlarven. Anfänger, alte, zittrige und schlechtsehende, aber auch viele Normalimker waren dabei völlig überfordert. Nach dem Zurückschneiden der Arbeiterzellen werden die Larven mit dem Umlarvlöffel
in vorbereitete Näpfchen von Hand umgesetzt. Oft wurden dabei eineinhalb, ja sogar zweitägige Larven mehr schlecht als recht umgequält und die überaus zarte Larve musste oft viel an Qual, Beschädigung, Kälte, Hunger, Durst mitmachen. Ganz anders bei dem nun folgenden Umsteckverfahren in der Königinzucht. Eine Zuchtwabe mit Abdeckplatte und Absperrgitter. 100 Näpfchen und 100 Einsteckzellen. 40 Zellenträger, ein Stecker, ein runder Deckel sowie zwei Senkschrauben M4 x 16 und zwei Muttern M4. Mit einem Messer oder Schraubenzieher wird über Eck das Absperrgitter sowie die Abdeckplatte abgenommen. Damit nun in Zukunft das Absperrgitter und die Abdeckplatte gut steckbar ist, werden alle vier Nocken vorn und hinten gut bewachst. Die Vierkantlöcher im Absperrgitter werden leicht mit Wachs angefüllt. Die Abdeckplatte wird so aufgesteckt, dass der Name lesbar ist, denn nur so ist die Verrastung voll wirksam. Nun werden am Halter die beiden Löcher angerissen und mit einem Bohrer Durchmesser 4,5 mm gebohrt. Die Zuchtwabe passt in jedes Wabenmaß und wird im jeweiligen Rähmchen angerissen, das 25 mm breit sein sollte. Man passt die ZW in die Mitte des Rähmchens ein, nimmt dabei den Mittelriss des Halters zu Hilfe und überträgt diesen auf das Rähmchen. 5 mm von Hinterkante Rähmchen zeichnet man die zwei Befestigungslöcher an und markiert den Bohrpunkt mit einem Stichel. Die beiden Löcher werden mit einem Bohrer Durchmesser 4,5 mm gebohrt. Nun wird die Zuchtwabe in das vorbereitete Rähmchen eingebaut. Es werden die Senkschrauben M4 in die Löcher des Rähmchens eingesteckt. Die Muttern M4 werden an das Gewinde angesetzt und mit einem Schraubenzieher die Schraube leicht angezogen. Es ist gut, wenn man dabei die Mutter etwas dagegen hält. Die Zuchtwabe wird nun ausgerichtet. Der Halter der Zuchtwabe muss mit der Rähmchenhinterkante bündig sein. Die Vorderkante des Rahmens der Zuchtwabe sowie des Wabenrähmchens sollten fluchten. Ist dies alles der Fall, so werden die beiden M4-Muttern vollends fest angezogen. Nun werden die Löcher für die Drähte in der oberen und unteren Latte des Rähmchens genau in der Mitte angerissen und gebohrt. Zwei Nägel zum Festmachen der Drähte werden eingeschlagen. Die Zuchtwabe hat unten zwei Laschen mit zwei Löchern. In diese werden Drähte eingezogen und verdrahtet. Die Drähte werden durch die Löcher gezogen, gut gespannt und an den Nägeln befestigt. Es ist noch besser, wenn man in die Löcher Ösen eindrückt und den Draht mit dem Drahtspanner spannt. Oben wird auf die ganze Breite des Rähmchens ein ca. 3 cm breiter Mittelwandstreifen eingelötet. Nun lässt man im Schwarm Fägling oder baufreudigem Volk die bewachste Zuchtwabe ausbauen. Die Zuchtwabe wird mit Drohnenbau umbaut.
Diese wirkt wie ein Magnet auf die Königin und man kann in der Hauptzuchtzeit die Zuchtwabe auch ohne Absperrgitter bestiften lassen. Es muss dann aber der Bestiftungszeitpunkt genau beachtet werden, damit zum richtigen Zeitpunkt auch umgestickt werden kann. Ist die Zuchtwabe ausgebaut, so kann sie immer wieder verwendet werden. Ist sie einmal länger außer Betrieb, so ist es gut, wenn man sie zuvor leicht mit Wasser oder Honiglösung bestäubt und in einem Honigraum ausputzen lässt. Die Zuchtwabe hat 90 Löcher. Die Einsteckzellen können mit dem Stecker leicht aufgenommen werden und werden von unten nach oben oder von links nach rechts eingesteckt. Es ist gut, wenn die Einsteckzellen vor der Erstbesteckung in eine weiche Wachskugel eingedreht werden. Sie laufen dann wie geschmiert, halten gut und die Annahme ist auch besser. Werden weniger Löcher besteckt, so werden die offengelassenen von den Bienen zugebaut. Sie können aber jederzeit mit einem Bohrer mit Durchmesser 4,5 mm wieder von hinten geöffnet werden. Die Abdeckplatte wird so aufgesteckt, dass sie verrastet und der Name lesbar ist. Sie hält die Einsteckzellen absolut sicher. Die Abdeckplatte sowie das Absperrgitter passen auf Umschlag. Über das Loch im Absperrgitter wird die Königin eingelassen und danach mit einem Deckel verschlossen. Großimker und Züchtergemeinschaften können auch mehrere Zuchtwaben nebeneinander einbauen. In diesem Fall schafft man im Absperrgitter eine Verbindung. Eier können zwischen dem zweiten und dritten Tag in bewachste Näpfchen umgesteckt werden. Werden jüngere Eier genommen, so ist die Annahme wesentlich schlechter. Am besten ist die Annahme der frisch geschlüpften Larven, der absolut kleinsten, kaum sichtbaren Mädlein. Die Einsteckzellen werden der Zuchtwabe von oben nach unten oder von rechts nach links entnommen, an die Weißelnäpfchen angelegt und in das Passloch dieser eingedrückt. Die Näpfchen werden dann direkt in die bereitgelegten Zellenträger und gleich in die Zuchtlatte eingesteckt. Schon nach kurzer Übung geht das Umstecken schnell und sicher. Die Einsteckzellen mit Näpfchen können auch direkt in 9 mm Löcher der Zuchtlatte und erst beim Verschulen in die Zellenträger und dann in die Verschulkäfige gesteckt werden. Um noch schneller und bequemer umstecken zu können, kann ein umgebauter, normaler Kugelschreiber verwendet werden. Man kann mit diesem die Einsteckzellen wahllos in einer Lochplatte aufnehmen, in die Zuchtlatte stecken und bequem ausstoßen. Die Lochplatte hat das genau gleiche Stichmaß wie die Zuchtwabe. Werden die Näpfchen direkt in 9 mm Löcher der Zuchtlatte gesteckt, so können die Zellen nach dem Verdeckeln leicht wieder ausgedrückt werden. Mit einem speziellen Oberdeckel, welcher auf eine Zarge passt, kann man, ohne das Pflegevolk zu öffnen und es zu stören, schöne Zuchterfolge erzielen. Der ganze Deckel ist dann dick mit Bienen belagert und mit dem Besticken wird die Kleinstmade sofort in Inspektion und Pflege genommen. Eine sehr schnelle, einfache und bequeme Zucht mit großem Erfolg.
Man kann auch in einzelne Zuchtlatten schnell umstecken. Die einzelnen Zuchtlatten passen in Schlitze eines Oberdeckels. Mit dem Kugelschreiber können die Einsteckzellen auch aus der Hand schnell und einfach aufgenommen und ausgestoßen werden. Man kann so jedes beliebige Loch der Zuchtwabe bestecken oder jede beliebige Einsteckzelle entnehmen und umstecken. Der Neunfachstecker ist für ganz schnelle Umstecker gedacht. Man kann ganze Reihen in der Lochplatte aufnehmen und in die Zuchtwabe stecken oder von dieser wieder direkt in spezielle Zuchtlatten. Für Bastler steht eine Zeichnung mit Beschreibung für den Mehrfachstecker sowohl auch für den Kugelschreiber zur Verfügung. Bei genauer Herstellung ist die Funktion sicher und schnell. Ist eine Zuchtwabe komplett besteckt, so wird diese in ein gut vorbereitetes Pflegevolk in die Wabengasse eingehängt. Es sollte guter Trachtfluss herrschen. Bei Schlechtwettereinbrüchen sollte mit Honiglösung gut gefüttert werden. Man kann so zur Freude des Imkers bis zu 100% Annahmen erreichen. Die frisch geschlüpften Maden schwimmen auf einem winzigen Tröpfchen Futtersaft. Die Mädlein werden sofort und gut in Pflege genommen und mit viel Weichselfuttersaft versorgt. Beim Umstecken verwendet man nur frische, geschlüpfte und winzige Larven, welche aus starken Eiern stammen. Diese werden sofort und lückenlos mit Weichselfuttersaft weitergepflegt. Dies scheint der Schlüssel für die schönen Zellen und die daraus schlüpfenden, leistungsfähigen Königinnen zu sein. Obwohl an dieser Latte die meisten Bienen abgekehrt wurden, kann man die intensive Pflege erkennen, was eben zu schönen Zellen führt. Der Erfolg des Imkers in der Zucht ist eine volle Zuchtlatte mit schönen Zellen, welche aus hervorragendem Zuchtmaterial stammen. Dieser Zuchterfolg wird sich bei den Wirtschaftsvölkern immer positiv im Ertrag abzeichnen. Da man mit dem Umsteckverfahren nun problemlos, schnell und viele gute Königinnen züchten kann, so sollte man von vornherein schwächere oder schlecht ausgebildete Königinnen sofort ausmerzen. Nur das beste Königinnenmaterial sollte für die Wirtschaftsvölker gut genug sein, denn wir wollen auch in Zukunft noch erfolgreich imkern. Möge das neue Umsteckverfahren auch Ihnen Freude und Erfolg, wie im Bild, volle Zuchtlatten mit schönen Zellen und guten, leistungsstarken Königinnen bringen. Die nun folgenden Bilder wurden bei einer internationalen Vortragsreihe aufgenommen. In dieser wurde besonders praxisnah das Umsteckverfahren in eindrucksvoller Weise demonstriert. Auch konnten sich die Teilnehmer von der Wirksamkeit der biologischen Varroa-Behandlung in der Praxis überzeugen. Jeder Teilnehmer konnte eine voll bestiftete oder eine volle Zuchtwabe mit frisch geschlüpften Larven selbst betrachten. Viele waren bereits schon erfolgreiche und begeisterte Umstecker. Man war sich darüber einig, dass das neue Umsteckverfahren ein großer Fortschritt in der Königinnenzucht ist. Zum Umsteckverfahren zusammenfassend noch einige Vorteile, Ergebnisse und Erfahrungen. Auch beim Umsteckverfahren ist eine gute Zuchtmutter notwendig und auch starke
Gesunde Pflegevölker sind eine Voraussetzung. Das Volk sollte übervoll mit Bienen, insbesondere Jungbienen, besetzt sein und genügend Honig und Pollenvorräte haben. Bei Trachtlücken sollte gut gereizt werden. Einige Vorteile, die das Umsteckverfahren besonders hervorheben, sind: Die Bestiftung der Zuchtwabe ist in wenigen Stunden abgeschlossen und ist bis zu 100%. Man hat gezielten, gleichaltrigen Zuchtstoff, deshalb erfolgt der Schlupf der Königin innerhalb weniger Stunden. In der Hauptzuchtzeit kann die Zuchtwabe auch ohne Absperrung der Zuchtkönigin bestiftet werden. Sind gute Zuchtvoraussetzungen gegeben, so kann die Annahme und Fertigpflege der Larven bis zu 100% sein. Das Umstecken des jüngsten Zuchtstoffes mit den Einsteckzellen geht einfach, schnell und sicher. Kein Erkalten, Vertrocknen oder Verdrücken der Larven. Es werden Eier oder nur winzige Larven berührungslos und schnell in die Weißelnäpfchen umgesteckt. Alle Gerätschaften sind unbeschränkte Zeit verwendbar. Sie unterliegen keinem Verschleiß. Nach kurzem Putzen durch die Bienen ist die Zuchtwabe, die Einsteckzellen, die Näpfchen und auch alle anderen Gerätschaften immer wieder zu verwenden. Auf der ganzen Welt wird schon tüchtig umgesteckt. Alle Imker berichten von schönen, vitalen und leistungsstarken Königinnen, welche sich in den Wirtschaftsvölkern ganz besonders hervorheben. Man kann daraus sicher schließen, dass das berührungslose Umsetzen des jüngsten Zuchtstoffes ohne jegliche Beschädigungen für den anatomischen Aufbau der Königinnen eine ganz erhebliche und entscheidende Rolle spielt. In vielen Vereinen haben sich schon Zuchtgemeinschaften gebildet, in welchen das Umsteckverfahren nicht mehr wegzudenken ist. Da mit dem neuen Umsteckverfahren das Königinzuchtproblem nun geradezu ideal für jeden Imker gelöst ist, so sollte sich kein Imker mehr der Königinzucht verschließen. Das neue Umsteckverfahren wird auch Ihnen dazu helfen. Das wünscht Ihnen Ihr Imkerfreund Karl Jenter.